Also ich muss ja Inflation immer auch ein bisschen, sagen wir mal, greifbar machen, da ich immer noch Kurse gebe an der Uni und ich sage den Leuten halt immer, schaut, ihr müsst euch das so vorstellen. Inflation ist wie ein Verbrennungsmotor. Der hat einen Starter. Und wenn er da rumdreht, dann fängt der Starter an zu orgeln. Das ist historisch, sind das meistens die Energiepreise, Rohstoffpreise. Und da kommt der Schock her. So, damit aber die Maschine läuft, braucht es jetzt einen Zündfunke, dass der Verbrenner anfängt zu laufen. Und das sind dann eigentlich die Lohnanstiege. Ne? Die kommen dann in Reaktion auf die Preisanstiege, zuerst Rohstoffpreise, andere Preise werden dann gehoben. Und dann kommt der Zündfunke. Ne? Dann läuft der Motor. Jetzt braucht er aber auch Benzin im Tank, sonst hört er bald wieder auf. Und das Benzin im Tank ist in dem Fall das Geld, die Geldmenge, die Zentralbanken geschaffen haben. Und ich bin ja so, sagen wir, noch old school. Ja. Ich habe ja in den 70er Jahren studiert und habe das noch so in den Knochen. Kein Mensch, also die jüngeren Ökonomen, schauen mehr auf die Geldmenge. Ich mache es schon noch. Und was die da gemacht haben durch QE, indem sie eben die Anleihen aufgekauft haben und dagegen Zentralbankgeld geschaffen haben, das dann 1:1 übersetzt wurde in Geld für den Nichtbankensektor. Da haben wir einen Geldüberhang erzeugt. Das heißt also eine Geldmenge, die über dem steht, was man normalerweise so im Trend erwartet hätte. Also ein Geldangebot, das über der strukturellen Geldnachfrage steht, wie man es eigentlich sonst nur ähnlich in Kriegszeiten beobachtet haben. Da hat der Staat auch immer viel Geld gedruckt. Damals, Rainer, hast du gehört? Und dieser Überhang, der ist immer noch da. Das ist so ein bisschen wie der Tank ist noch lange nicht leer. Genau Da da muss wollte ich man, ganz glaube kurz ich, einsteigen, wenn ich kurz darf. ja. Wollte auch noch was sagen. Sehr interessant, also ist ganz toll. Ja, das war jetzt wirklich okay, mach du erst mal. Super Ausführung. Also ich bin Also dankbar. für die Zuhörer, die jetzt vielleicht jetzt nicht wissen, was der Thomas meint. Das ist so die alte Schule, so nach Mises Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit geteilt durch reale Produktion. Das sollte man sich dann wirklich mal zu Gemüte führen. Das ist mit Sicherheit keine Zeitverschwendung. Das ist tatsächlich wirklich sehr interessant. Und das, was ja gesagt worden ist, das hat man ja lange gesehen, dass eine hohe Geldmenge alleine tatsächlich nicht immer die inflationäre Komponente in der Regel befeuert, aber es ist natürlich, wie man es jetzt so schön sinnbildlich gesagt hat, es ist im Prinzip der Motor und wenn der Zündfunke da ist, dann ist das natürlich ein Kaskadeneffekt. Die Geldmenge auf der ganzen Welt ist so groß, dass sie 100-mal so groß ist wie alle produzierten Güter. Also das heißt, die interessante Komponente war ja im März 2020. Wir haben ja durch die ganzen Lockdowns, haben wir ja die Umlaufgeschwindigkeit logischerweise auch verringert. Jeder hat ja weniger konsumiert. Es gab aber trotzdem dann logischerweise noch die Löhne wurden weitergezahlt und so weiter und so weiter. Das heißt, bei einigen wurde eine höhere Geldmenge angehäuft und wenn dann das endet, also diese Lockdown-Maßnahmen, dann wird ja eine höhere Geldmenge frei und dann steigt auch die Umlaufgeschwindigkeit. Und das ist dann ein Anheizer. Ohne jetzt das, was wir bei der Energie nochmal gesehen haben. Und das ist jetzt auch das, viele können sich da vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern, weil ja meistens externe Schockereignisse, die wir haben, ja einen in den Grundfesten schon so erschüttert, dass man daran jetzt mal gar nicht denkt. Das ist ja schon mal das erste Interessante, was man sieht. Deswegen können wir jetzt mit einer guten Entfernung tatsächlich auf China schauen, wo ja jetzt die Zero-Covid-Maßnahmen geendet haben. Und man sieht es ja auch. Der Hang Seng war ja so tief wie seit langem nicht mehr und hat jetzt eigentlich in 2 Monaten 50% zugelegt. Ich glaube, Stand gestern waren es 48% und der Tech-Index ist bei paar 70% in den letzten 2 Monaten gestiegen. Da sieht man mal, was solche Maßnahmen überhaupt, wenn man sie beendet, für Auswirkungen haben. Und da haben wir ja dasselbe. Die extrem harten Restriktionen enden. Das Geld ist aber nach wie vor da und kommt jetzt in den Umlauf. Und dadurch steigt ja wieder die Umlaufgeschwindigkeit, aber dann hast du natürlich auch wieder das Problem, ein verknapptes Angebot an diversen Gütern. Das sieht man, das ist bei jedem irgendwie anders. Bei uns ist das ja alles mal irgendwie mal in den letzten 2 Jahren durchgezogen worden. Erst war es das Klopapier, dann war es die Trockenhefe, dann war es auf einmal das Öl. Also das ist auch immer ein extremes Phänomen, was man da sieht. In China wird das natürlich auch irgendwo bei irgendwelchen Gütern so der Fall sein. Die werden das aber wahrscheinlich ganz gut in den Griff bekommen, weil da wird ja auch ein bisschen anders da, ich sag mal, umgegangen. Ja.
Aber das ist eine sehr interessante Geschichte gewesen. Allerdings muss man dem auch folgen, was der Thomas sagt. Deswegen empfehle ich da tatsächlich Mises. Sollte ich was Falsches sagen, kannst du mich gerne korrigieren. Aber es ist ein sehr interessantes Thema und das finde ich ja super, sowas auch dann mal zu hören von jemandem, der auch an der Uni unterrichtet. Als kurze Anmerkung, Ludwig von Mises hat diese Theorie des Geldumlaufs schon 1912 entwickelt. Leider. Ja, er hat es 1912 in seiner Habilitationsschrift. Viele andere werden sich vielleicht eher Bill Friedman erinnern, der diese alte Theorie, also die eigentliche Theorie, sogenannte Quantitätstheorie des Geldes, ist schon viel älter. Das waren ja schon Leute wie Nikolaus Kopernikus, die sich damit beschäftigt haben. Ja. Damals gab es ja wirklich so Allgemeingebildete, ne? Also die Philosophen, die machten ja alles. Die machten ja Sternumlaufbahnen, aber der Kopernikus hat sich auch den Kopf darüber zerbrochen, warum die Preise steigen, wenn die Spanier so viel Gold aus Südamerika holen. Also diese Theorie, diese Quantitätstheorie, da werden vielleicht manche werden sich noch an Milton Friedman erinnern, der hat ihn nämlich rausgeholt aus der Versenkung in den 70er Jahren, als man sich so einem ähnlichen Phänomen, wie wir es heute haben, beschäftigt hat und hat es da popularisiert und dann haben auch die Zentralbanken da schließlich adoptiert, diese Theorie, und da hat Paul Volcker dann auf der 18%. Mit der Berechnung, also sozusagen unter Berufung auf diese Theorie, die Fed Funds Rate auf 20% gehoben, ja, um die Inflationsrate zu killen. Ne? Und, ja, und sind natürlich unsere Zentralbanken, die sind auch weit davon entfernt und können das sich wahrscheinlich gar nicht mehr leisten. Ja. Aber was da, glaube ich, für die Jüngeren, die uns zuhören und vielleicht die Jüngeren im Allgemeinen, was die halt da nicht mehr im Kopf haben, ist eben dieser volle Benzintank. Und ein Auto kann ja lange mit vollem Tank stehen. Wir hatten ja praktisch Zündungshemmungen über viele, viele Jahre durch demografischen Wandel. Guthard und Brathan in ihrem hervorragenden Buch The Great Demographic Reversal haben da gezeigt, wie von den 90ern beginnend bis Anfang der 20er die globale Erwerbsbevölkerung wuchs, weil mehr Leute in den globalen Markt reinkamen durch Globalisierung. Die Inder öffneten ihre Wirtschaft in den 90ern, 2000, die Chinesen. Da gab es Deflationsdruck durch die Globalisierung. Da gab es durch technischen Fortschritt gab es Deflationsdruck. Und da konnte natürlich das Auto mit dem vollen Tank stehen und fuhr nicht los. Ne? Der Motor sprang nicht an. Und dann kamen wie so oft alle Dinge zusammen. 2020 Covid mit den Lockdowns und die Flutung, da wurde nochmal der Tank richtig, richtig voll gepumpt. Dann mit den Lieferkettenunterbrechungen, mit dem Ukraine-Krieg, das war, wie gesagt, der Startermotor, der dann anfängt zu orgeln, und dann eben jetzt die Löhne. Und dann ist halt auch wenn man das jetzt weiterschaut, werden die Zentralbanken Schwierigkeiten haben, dieses Feuer wieder einzufangen, weil eben die fundamentalen Beweggründe, die Guthard und Bratter in ihrem Buch meines Erachtens sehr überzeugend beschreiben, die haben sich gewendet. Wir haben jetzt eine schrumpfende globale Erwerbsbevölkerung, weil die chinesische Ein-Kind-Politik zeigt jetzt, dass die Bevölkerung geht jetzt runter, vor allem die Erwerbsbevölkerung geht runter. Bei uns, die OECD, sage ich mal im Allgemeinen, das sind die Industrieländer, ohnehin geht runter. Hinzu kommt, dass wir jetzt auch noch Deglobalisierung haben. Einerseits durch die durchaus berechtigte Einbau von Sicherungen in den Lieferketten. Wir haben ja die Welt super optimiert, alles dorthin geschaffen, wo es am effizientesten war zu produzieren. Das sieht man einfach aus Risikoüberlegungen. Das kann ich nicht so machen. Ich brauche da mehr Slack im System, ich brauche Backup-Systeme. Also da gibt es eine natürliche Deglobalisierung, da gibt es die politische Deglobalisierung. Das sehen Sie in den USA, die jetzt sehr restriktiv mit den Handelsbeziehungen mit China umgehen und versuchen, das auch noch auf die Europäische Union zu projizieren. All das wird die schöne Zeit der Disinflation jetzt zu Ende kommen lassen und wird es den Zentralbanken sehr viel schwieriger machen, diese Inflationswelle wieder einzufangen.
Insofern ist schon diese Zeitenwende, die Scholz da in Bezug auf die deutsche Außenpolitik formuliert hat, die ist natürlich auch im Finanzmarkt da. Das war aber in den 70ern auch so. Da ist nämlich der Gewerkschaftsführer von der IG Metall hat sich nämlich hingestellt und gesagt, wir fordern 16%. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, die Postgewerkschaft fordert 15%. Das ist eigentlich genau das, was wir in den 70er Jahren tatsächlich hatten. Und irgendwie hat da keiner so draus gelernt. Ne? Heinz Klunker, ich kann mich noch gut erinnern. Genau, das ÖTV-Boss. ÖTV heißt heute Verdi. Das ja, ich... Und musste Heinz das Klunker, alles so lesen. Ich war damals schon nicht auf der Welt. Heinz Klunker war eine Figur, so wie der Name ist, der war klunkig. Und der hatte damals eben im öffentlichen Dienst, glaube ich, ja, so an die 15% durch